Wussten Sie, dass die Banken jede Bewegung in Ihrem Konto sich ganz genau anschauen? Und sobald sich da was Verdächtiges tut, dann melden sich die Banken. Aber nicht bei Ihnen, sondern die Banken, die melden das ans Finanzamt. Das ist die sogenannte Geldwäsche-Verdachtsanzeige. Ich verrate Ihnen in diesem Video, wie das genau abläuft und vor allen Dingen, was Sie dagegen machen können. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TaxPro GmbH. Wir gehen direkt rein. Punkt 1. Wie läuft das genau ab, wenn die Banken die Bürgerinnen und Bürger beim Finanzamt anschwärzen? Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie zahlen heute auf Ihr Konto einen bestimmten Betrag ein. Einen höheren Betrag. Vielleicht 1.000 Euro, 10.000 Euro. Oder Sie überweisen ins Ausland an Familie, an Freunde oder an eine Firma auch einen höheren Betrag. 1.000, 10.000 Euro, vielleicht auch 20.000 Euro. Genau dann poppt bei der Bank eine automatische Meldung auf in dem sogenannten GWG-System bei der Bank. GWG, das steht für Geldwäschegesetz. Unser Steuerrecht liebt Abkürzungen. Geldwäschegesetz ist einfach GWG. Und bei den Banken gibt es einfach diese GWG-Systeme. Das ist Bestandteil von dieser Compliance, die die Banken erfüllen müssen, dass bei denen alles mit rechten Dingen zugeht. Und dieses System poppt auf. Das macht eine Verdachtsmeldung, von wem das Geld an wen gegangen ist. Also zum Beispiel von Ihnen die Überweisung an wen genau. Name, Kontonummer, Betrag, alles steht da drin. Wenn Sie bar einzahlen, steht genau dasselbe drin. Wer hat wann, wie viel in bar aufs Konto einbezahlt? Ja, und wohin geht jetzt genau diese GWG-Meldung von der Bank? Die geht an eine Behörde bei uns in Deutschland, die nennt sich FIU, schon wieder eine Abkürzung. FIU steht für Financial Intelligence Unit. Das ist eine Behörde, die sitzt in Köln und die nennt sich Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Dorthin geht also die GWG-Meldung, die Geldwäsche-Verdachtsmitteilung von der Bank. Und das Problem an der Sache ist, die Bank sagt Ihnen nichts. Die verrät Ihnen nicht, dass sie eben diese GWG-Meldung an diese Behörde abgesetzt hat. In dem Moment, in dem Sie bar bei der Bank einzahlen oder auch überweisen, da denkt die Bank nicht an Sie als Bankkunden mit ihrem Geld, sondern die Bank denkt an sich selbst. Ja, die Bank hat nur sich selbst vor Augen, denn die Bank will keine Strafe riskieren. Und in diesem GWG, da steht halt drin, dass die Banken ein Bußgeld riskieren, wenn sie keine Geldwäsche melden oder auch den Verdacht auf Geldwäsche. Und diese Bußgelder, die haben es in sich. Die fangen bei 100.000 Euro an und gehen bis zu 1 Million Euro. Und um eben dieses Risiko zu vermeiden, sagen sich die Banken, wir sind uns selbst die Nächsten. Wir setzen auf jeden Fall diese Geldwäsche Verdachtsmitteilungen, denn mehr ist es ja nicht. Es ist nur ein Verdacht. Die setzen wir an die Behörde in Köln ab und diese Behörde wiederum, die leitet dann diese ganzen Meldungen der Banken an die Finanzämter weiter. Und wenn Sie jetzt sagen, ach Frau Lederer, das ist doch wieder mal reine Angstmacherei, was Sie hier auf dem Kanal machen. Zeigen Sie mir mal die Quelle dafür. Mache ich. Ich habe es auch in der Videobeschreibung drin. Da können Sie es in Ruhe nochmal nachschauen, wenn Sie mögen. Hier haben wir unser GWG. Sehen Sie? Das hier ist das Geldwäschegesetz. Und wir haben hier den Paragraphen 10. Sie sehen hier in der Überschrift allgemeine Sorgfaltspflichten. In diesen Paragraphen, da finden Sie, wann die Banken eigentlich genau diese Meldungen absetzen. Ist das jetzt bei 1.000 Euro? Von 15.000 Euro haben Sie vielleicht auch schon mal was gehört. Vielleicht auch von 10.000 Euro.
Hier haben Sie diese ganzen Geld- und Euro-Grenzen drin. Ja, es fängt bei 1000 Euro an und geht bis zu 15.000 Euro. Das ist also, wann melden die Banken diese Geldwäsche-Verdachtsmitteilungen an unsere FIU. Sie wissen jetzt, wer das ist, ne? Und hier habe ich noch was in diesem GWG für Sie. Das hier ist der Paragraph 47 und da steht drin, Sie sehen das hier in der Überschrift, das Verbot der Informationsweitergabe. Laut diesem Paragraphen dürfen die Banken Ihnen nichts davon sagen, dass sie eben diese Geldwäsche-Verdachtsmeldung an diese Behörde in Köln weitergegeben haben. Und ich habe es Ihnen ja versprochen. Ich verrate Ihnen den zweiten Punkt, nämlich, was können Sie eigentlich dagegen tun? Denn ob diese Geldwäsche-Verdachtsmitteilungen der Banken ans Finanzamt letzten Endes korrekt sind oder nicht, lässt sich in dem Moment ja gar nicht beurteilen. Und Sie wissen nichts davon, Sie erfahren nichts davon. Sie können also als erstes mal sagen, mit Banken mache ich schon mal gar keine Geschäfte. Oder nur im Ausnahmefall. Ich lasse das Nötigste übers Konto laufen und alles andere läuft bar. Das ist aber gar nicht so einfach, denn es läuft ja immer mehr eben nicht bar, sondern übers Konto. Und das bedeutet, dass Sie dieses Risiko von diesen GWG-Meldungen, die die Bank ohne Ihr Wissen absetzt, auf jeden Fall haben. Und in dem Moment, in dem die Bank diese Meldung eben absetzt und auch noch vollautomatisiert, können Sie gar nichts dagegen machen, weil Sie davon gar nichts wissen. Also können Sie letzten Endes erst im Nachhinein was dagegen machen. Und genau das erleben wir hier in der Kanzlei bei TaxPro immer wieder. Die Steuerfahndung steht in der Wohnung. Der Betriebsprüfer vom Finanzamt kommt in die Firma. Und die Beamten haben diese Geldwäsche-Verdachtsmitteilungen von der Bank schon im Gepäck. Und dann ist die erste Aussage der Beamten, weisen Sie uns mal nach, woher diese Gelder kommen. Woher hatten Sie das Geld, als Sie es bar aufs Konto einbezahlt haben? Was war genau der Grund für diese Überweisung, die Sie da an Ihre Firma, die guten Bekannten, Family und Friends gemacht haben? Zeigen Sie uns mal die Nachweise und die Beweise. Und wenn Sie das nicht können, dann sagen die Beamten als nächstes, okay, dann machen wir eine Schätzung. Und wenn das Finanzamt schätzt, bedeutet das, schauen Sie meine Videos dazu an, wenn Sie das interessiert. Wenn das Finanzamt schätzt, dann müssen Sie auf die Gelder, bei denen Sie nicht nachweisen können, wo die herkamen und für die waren, Sie müssen darauf Steuern bezahlen. Im Ernst, das Finanzamt behandelt diese Gelder dann so, als ob es Einkommen von Ihnen wäre. Und da kann schon eine stattliche Steuernachzahlung bei rauskommen. Also, wie können Sie das vermeiden? Mein Tipp ist ganz klar für Sie. Klar, Sie haben in so einem Fall dann einen Steueranwalt, Steueranwälte wie uns hier bei TaxPro. Aber die Arbeit in solch einem Fall ist viel besser zu machen, wenn wir auch Beweise haben. Das heißt, wenn Sie Beweise haben. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, was soll ich denn da alles aufheben, Frau Lederer? Da komme ich ja von einem Aktenordner zum nächsten. Das brauche ich nun echt nicht. Trotzdem ist mein Tipp für Sie, dokumentieren Sie, was geht. Dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Ich weiß, das klingt lästig, aber stellen Sie sich einfach mal vor, wir haben jetzt 2022. Und nochmal mein Beispiel, was ich eingangs gesagt habe. Sie gehen heute zur Bank und bezahlen bar eine Summe ein. Sie überweisen heute an eine Firma, Familie, Freunde Geld. Alles größere Beträge, immer 1000 Euro und mehr. Wir haben jetzt 2022. Sie geben Ihre Steuererklärung nächstes, übernächstes Jahr ab. Dann haben wir 2024. Und dann macht das Finanzamt eine Prüfung oder es schickt direkt die Steuerfahndung. Das passiert dann nach der Steuererklärung, 2, 3 Jahre später. Dann sind wir schon im Jahr 2026, 2027. Wissen Sie dann noch, was im Jahr 2022 die Basis war für die Geldbewegung? Woher hatten Sie das Bargeld? Warum haben Sie es eingezahlt? Warum haben Sie
an die Großmutter Geld überwiesen, an die Firma im Ausland. Das wissen Sie in ein paar Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Und deswegen ist mein Tipp für Sie, dokumentieren Sie, was geht. Denn dann haben Sie am Ende genau die Beweise, die Sie und Ihr Steueranwalt brauchen, um beim Finanzamt gegen diese Schätzungen und diese Steuernachzahlungen anzugehen. Und wenn Sie jetzt sagen, nee, geschenkt, Frau Lederer, ich mache das nicht. Ich lasse es drauf ankommen. Ich werde doch mein Leben nicht damit verbringen. Ich habe so viele Bargeldbewegungen. Bei mir läuft unheimlich viel international übers Konto. Ich kann unmöglich jedes Mal einen Aktenordner anlegen. Mit den Beweisen, die Sie da so gerne hätten in der Kanzlei. Auch dann habe ich einen Tipp für Sie. Dann lassen Sie es drauf ankommen und wehren sich am Ende mit Steueranwälten wie uns hier in der Sache beim Finanzamt und bei der Steuerfahndung. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie mögen, schauen Sie sich meine Videos an. Was ist eigentlich, wenn die Steuerfahndung bei Ihnen klingelt? Wir sehen uns, wenn Sie mögen, spätestens Freitag 18:30 Uhr wieder. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.